Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und kochfreudigen Herren. Bei meiner heutigen Mehlspeise erübrigt sich jede weitere Einleitung. Denn eine der bekanntesten österreichischen Küchenspezialitäten ist doch der Kaiserschmarrn. Ich möchte Ihnen heute hier eine nicht alltägliche, jedoch ganz hervorragende Art zeigen. Und nun gleich zur Zubereitung selbst. 7 Dekagramm zerlassene Butter, 3 Sechzehntel Liter Milch zugeben. Das ist etwas mehr gewesen. Ich lasse ein klein wenig zurück, falls die Masse zu fest wird. Dann kann man etwas Milch nachgeben. Etwas Salz. Und 9 Dekagramm griffiges Mehl. 9 Dekagramm griffiges Mehl. Glatt versprudeln. Das ist also nicht der sonst übliche Kaiserschmarrnteig. Sie wissen schon, aus Palatschinkenteig und mit Eiweiß, mit Schnee. Und nun auf der Kochstelle diese Masse rösten, bis sich die Masse vom Geschirr und Kochlöffel löst. Dabei stehen bleiben, rühren, das macht nichts, wenn es anfangs etwas klumpig wird. Denn dann, wenn die Masse fester wird, so wie jetzt, dann geht man von der Kochstelle etwas weg und rührt die Masse glatt. Sehen Sie, und wenn sie sich so wie hier vom Geschirr und auch vom Kochlöffel löst, dann ist schon soweit. Gib sie hier rüber inzwischen. Zu diesem Kaiserschmarrn machen wir heute dazu ein gemischtes Kompott. Darf ich Ihnen kurz das Apfelkompott sagen? Und zwar dazu wird ein Viertel Liter Wasser zugestellt, kommt ein Achtel Liter Weißwein dazu, und weiters 25 Dekagramm Kristallzucker, abgeriebene Zitronenschale, ein Stückchen Zimtrinde und einige Gewürznelken. Der Saft einer halben Zitrone. So, und das Ganze lassen wir 3 bis 4 Minuten kochen, diese Zitronenzuckerlösung. Inzwischen nehmen Sie 1 Kilogramm säuerliche Äpfel. Sie wissen, schälen und je nach Größe vierteln oder sechzeln. Das kann man heute sehr praktisch und sehr rasch machen mit diesen Obst- oder Gemüseteiler ansetzen. Ich habe hier einen Apfel zurückbehalten. Runterdrücken und die Spalten sind fertig. Das Kerngehäuse geben wir weg und wir haben den Apfel in kleine Stückchen geteilt. Ich warte, bis das Kompott kocht, dann gebe ich die Äpfel hinein. Und nun gleich zum Brandteig selbst. Es ist eigentlich kein richtiger Brandteig, sondern dieser Kaiserschmarrnteig, diese Kaiserschmarrnmasse. Ich leere sie hier um. Es geht rascher zum Abarbeiten. In diese glatte Masse kommen nach und nach 4 Dotter. Das Eiweiß lassen wir ab zum Schnee. Dann unterrühren wir den nächsten Dotter. Ich sagte schon 4 Dotter. Ich nehme jetzt gleich 2 auf einmal, nachdem sich die Masse schön glatt abrühren lässt. Und schließlich den letzten Dotter. Dann haben wir 4 Dotter nach und nach beigegeben.
Indessen wird in einer großen Pfanne, in einer möglichst großen Pfanne, 5 Dekagramm Butter zerlassen. Diese Zuckerlösung kocht nun, die lassen wir 2 bis 3 oder 3 bis 4 Minuten kochen, einige Minuten. Ich rühre hier die Masse glatt. Und vom Eiweiß, also von 4 Eiweiß, schlagen wir festen Schnee. Sie wissen ja schon über den Schnee so ziemlich alles, meine sehr verehrten Damen und auch Sie, meine kochfreudigen Herren. Eiweiß immer gut von Dotter trennen, das Geschirr und den Schneebesen fettfrei lassen und den Schnee ein klein wenig salzen. Und ich sage immer, ein bisschen Rhythmus beim Schnee, damit die Nachbarschaft hört, aha, da gibt's schon wieder ein Mehlspeis, dass das so ein bisschen Klang hat. Nicht kitzeln, sondern schlagen ein bisschen. Er soll fest sein, Sie sehen, so, dass er am Schneebesen hängen bleibt. Ich gehe einen kleinen Moment zum Kompott, also zur Zuckerlösung. In diese Zuckerlösung kommen nun die Apfelstückchen hinein. Die paar, die ich jetzt geteilt habe, gebe ich nach. Und wir lassen diese Äpfel in der Zuckerlösung kernig weich dünsten, also nicht zu weich. Und dann zudecken und ziehen lassen. In diesen festen Schnee werden nun eingeschlagen 3 Dekagramm vanillierter Staubzucker. Ich mache es meistens gerne auf 1 oder 2 Mal. So. Den Rest von Staubzucker beigeben. Fest ausschlagen. Auch hier muss wieder, Sie sehen, der Schnee festhalten in der Rute. Abschlagen. Und nun mit 5 Dekagramm Rosinen den Schnee unter den Teig ziehen. Und zwar gibt man zuerst 1/3 der Schneemasse bei, einen Teil der Rosinen und verrührt nun leicht diese Masse. Sollte die Teigmasse zu dick sein, dass er sich regelrecht ballt, dann geben Sie noch ca. einen Esslöffel kalte Milch dazu. Es soll eher wie ein dicker Grießbrei sein, diese Masse. Aber auch nicht weicher. Das hängt natürlich vom Mehl ab. Das kann man nicht so genau im Rezept angeben. Weil wenn es zu weich ist, dann wird die Masse durch den Schnee zu weich. So, jetzt haben wir das glatt gerührt. Geben wir die restlichen Rosinen bei. Halt, meine Butter. Ich dachte Ihnen schon in einer großen Pfanne 5 Dekagramm Butter zerlassen. Nun kommt der restliche Schnee bei. Inzwischen wird das Rohr angeheizt. Ich habe das schon vor der Sendung gemacht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Habe ich noch gerade so erwischt. Beinahe, wenn man nicht gleich hinschaut. Na, Sie wissen es ja, meine Damen und Herren, immer, wenn man ein bisschen weggeht oder wegschaut, schon ist etwas passiert. Schön verrühren, den Schnee unter diese Masse ziehen.
So. Und nun in mittelheißem Rohr circa 20 Minuten backen. Ich schaue einen kleinen Moment zu den Apfelspalten. Ab und zu umrühren, damit sie oben auf nicht braun werden. Und nie zu viel Wasser nehmen, da ja das Obst selbst ja auch Wasser lässt. Und nun diesen Teig auf diese zerlassene Butter geben. So. Darüber gießen. Noch einmal die Teigplatte zurückholen. Restlos alles ausputzen. Verteilen darüber. Und fertig. Und jetzt, wie immer, meine Damen und Herren, habe ich ja schon vor der Sendung einen Kaiserschmarrn bereitet. Den werden wir aus dem Rohr geben. So. Und den ins mittelheiße Rohr einschieben. Ein bisschen mehr aufdrehen. Und circa 20 Minuten backen. Also wir stellen die Uhr ein auf 20 Minuten und in 20 Minuten, wenn es gegen Klink macht, ist es soweit. Nun, Sie wissen ja bei Kaiserschmarrn, man nimmt zwei Gabeln, der Schmarrn wird in gleichmäßige Stücke gerissen. Das Ganze in Stückchen teilen, das war heiß. So. Auf der Seite ist er etwas braun geworden, aber es gibt auch Leute, die gerne einen braunen Kaiserschmarrn essen. So, er muss nicht gleichmäßig geteilt werden. So, oder? Nun nochmals auf die Platte, geben ein Stückchen Butter bei und auf der Platte den Schmarrn rösten. So ein bisschen schwenken, nicht rösten, sondern nachziehen lassen. So. Ein bisschen mehr aufdrehen. Schneller geht. Unterdessen, meine Damen und Herren, habe ich natürlich auch hier schon ein Apfelkompott fertig. Wenn das Kompott erkaltet ist, also kernig weich kochen, zudecken und stehen lassen, es soll schön weiß sein und ansehnlich, die Spalten soll man sehen, kaufen wir gemischtes Kompott oder im Sommer natürlich ein frisches, ein anderes, geben das unter die Äpfel. Aber halt, da habe ich etwas vergessen. Das ist etwas sehr Wichtiges. Vorher nehmen wir die Zutaten heraus, die Beigaben, also das Stückchen Zimtrinde und die Gewürznelken. Darf ich Ihnen da am Rande ein kleines Geschichtchen nur kurz erzählen? Man sagt, wenn man wo eingeladen ist und man findet in einem Kompott eine Gewürznelke, dann darf man der Hausfrau einen Kuss geben. Na, meine Herren, Sie wissen ja das, wie das geht. Man steckt sich da ins Westentascherl eine Gewürznelke ein und wenn man dann isst, sagt man, aha, ich habe eine Gewürznelke und schon hat man das Küsschen. Aber das nur am Rande, nebenbei während dem Kochen. Das gemischte Kompott stellen wir ein, in Kaiserschmarrn, kurz schwenken, auf der Platte nochmals nachrösten, überhaupt wenn er zu wenig Farbe haben sollte, dann lassen wir ihm etwas nachrösten. Nehmen Sie
eine möglichst große Platte zum Anrichten. Erreichen Sie diesen Kaiserschmarrn entweder als Nachtisch, ich weiß nicht, ob Sie sehen, wie schön er fällt, so. Oder natürlich auch als Hauptmahlzeit, besonders wenn wir vorher eine kräftige Suppe gemacht haben, Sie wissen, an einem Freitag besonders. Oder, meine Herren, wenn die Mutti Waschtag hat, schieben Sie mal so einen Kaiserschmarrn ein. Müssen nicht immer wurstfleckelnd sein. Schieben wir allen drauf. So. Ich muss immer so acht geben, wenn man nicht alles drauf gibt. Wird gleich gefragt, wo ist das andere hingekommen. Na gut, das tut man dann später, je nachdem, wie es mit der Zeit ausgeht bei der Sendung. Jetzt nehme ich auch das Hangerl. Vielleicht machen wir einen kurzen Blick ins Rohr hinein. Wir haben jetzt 5 Minuten. Sie sehen, er geht ganz leicht auf jetzt, aber natürlich ist es noch zu wenig. Nur nicht zu lang aufmachen und schauen. Na und jetzt gut anzuckern. Da soll man auch nicht zu viel. Sie sehen, sonst heißt es, es ist mehr am Tisch gezuckert als auf dem Kaiserschmarrn selbst. So. Einen Vorleger dazu. Meine Damen und Herren, darf ich kurz wiederholen? Wir kennen verschiedene Arten beim Kaiserschmarrn, und zwar den bekanntesten, das ist jener, wo eine Art Palatschinkenteig gemacht wird und wir dann zuletzt Schnee darunter geben. Dieser wird entweder auf der Platte gebacken oder im Rohr. Ich habe Ihnen heute eine nicht alltägliche gezeigt, aber umso hervorragender schmeckt dieser Teig. Und dazu Apfelkompott mit einem gemischten Kompott, das wir zuletzt vermischen und dann beigeben. Ich möchte Ihnen zu dieser köstlichen Mehlspeise, die ganz hervorragend schmeckt, recht gutes Gelingen wünschen. Zu beachten ist dabei, dass Sie den Schnee richtig schlagen und die Masse, den Teig, so lange rösten, bis sich die Masse von Geschirr und Kochlöffel löst, so wie Sie es eben gesehen haben. Ich sage das für jene Damen und Herren, die etwas später aufgedreht haben. Bitte besorgen Sie sich jetzt Blei und Papier für einen Inserttext. Ich möchte sagen, ich habe die Butter zusammengezogen am Inserttext. Und Sie sehen dann das Rezept. Schreiben Sie bitte alles ab. Ich darf Ihnen sagen, ich habe mich heute sehr gefreut, dass ich Ihnen dieses Rezept übermitteln durfte, denn es ist ein Rezept meiner Mutter. Ich wünsche Ihnen nochmals gutes Gelingen und sage Ihnen, meine sehr verehrten Damen und kochfreudigen Herren, bis zu meiner nächsten Sendung. Auf Wiedersehen.